Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go, Pikachu! Wir machen heute weiter mit unserer Reise durch die Siegestraße. Wir sind in der Siegestraße auf jeden Fall mittlerweile schon. Oh, ein Onyx. Das versperrt uns jetzt gerade den Weg. Ach, haben wir klar. Okay, ja, wie gesagt, wir sind in der Siegestraße auf jeden Fall hier. Nein, ich will natürlich die Flucht ergreifen, weil Onyx brauchen wir nicht, haben wir nämlich schon. Und wofür unnötig die Pokébälle verballern. So, dann haben wir wieder einige Trainer vor uns. Auf jeden Fall. Aber erstmal müssen wir diesen Stein hier auf den Schalter stellen. Damit diese Wand verschwindet. Wird wahrscheinlich, ich versuche heute die komplette Siegestraße abzuarbeiten. Kann es aber nicht versprechen. Du möchtest also die Top 4 herausfordern. Ha, stimmt's? Ja, das ist natürlich der Plan an der ganzen Sache. Aber, wie gesagt, natürlich weiß ich, dass es noch ein weiter Weg ist. Er fängt auf jeden Fall erstmal an mit einem Hypno, hat zwei Pokémon auf jeden Fall. Und wir greifen an mit unserem Quapo, was natürlich absoluter Schwachsinn ist, tatsächlich. Weil Quapo ist ein Kampf-Pokémon, zumindest von zwei Typ her, Wasserkampf. Und hat gegen Psycho-Pokémon durchaus eine Schwäche. Also wenn man tatsächlich mit... Oh, der fängt mit Kopfnuss an, okay. Mit 46. Und deswegen gehe ich auf Flammenwurf. Also die Top 4 werden nicht einfach werden. Definitiv alles anders einfach. Und jetzt fängt er an, uns einzuschläfern. Was ist das denn für eine Assi-Variante? Tut mir leid, Typ, kleines Typ nur, aber das kann ich so nicht akzeptieren. Aufwecker. Ja. Ja, Akani, mach mal wieder auf. Keine Zeit für ein Nickerchen. So, Psychokinese setzt jetzt ein. Aber wie gesagt, natürlich klar. So, dann gehst du auch mal auf Drachenpuls. Mal gucken, der Drachenpuls ist killt, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Nein. Würde mich wundern, wenn es so wäre. Aber Hypno überlebt das ganze Ding. Aber der folgende Flammenwurf sollte es dann letztendlich einmal kurz durchgarren. Ja, und Hypno ist down. So, was hast du denn als nächstes, Kollege? 51 für Golbert. Luftschnitt. Haben wir nicht Attacken noch? Flügelschlag, Löcher, Toxin. Toxin, Spukball. Ah, komm, ich werde Toxin rausnehmen. Und hab dafür eine Flugattacke mehr. So, was haben wir dann als nächstes da oben? Jetzt hast du noch einen Lamus. Lamus ist doch mal eine gute Variante für Pikachu. Ja, Pika Pikachu. Ich muss ein bisschen auf die Uhrzeit achten. Aber wir haben Zeit. Wir haben eigentlich genug Zeit zum Aufnehmen. Also anderthalb Stündchen kriegen wir auf jeden Fall mit der Aufnahme heute hin. Zwei, ich denke mal drei Folgen. Das kriegen wir heute. Wahrscheinlich können wir in dieser Aufnahmesession sogar schon mit den Top 4 beginnen. Ich weiß nicht, ob wir sie komplett durchkriegen, aber ich glaube noch nicht. So, gut. Pikachu auf jeden Fall Level 55. Und dieser Jongleur hat es leider uns nicht... Aber er hat uns unter Schwierigkeiten gestellt. Das muss ich ihm gerade mal so lassen. Also die Trainer, die sind hier alles andere als einfach. Ja, das wird auf jeden Fall noch ein harter Kampf oder beziehungsweise noch ein harter Weg hier werden. So, dann gehe ich einmal kurz. So. Dann geht es jetzt hier weiter. Und zwar mit diesem Kollegen hier. Da kann ich aber auch mal mein Hypno einsetzen, mein eigenes. Bewegen. Einmal zack, zack. Also das ist schon wieder bei Level 50. Also wie gesagt, die Top 4, die werden ja, einfach für definitiv nicht. Das ist klar. Das sind halt immer noch die Top 4. Das sind halt die Elite-Trainer nicht schlechthin. Von jedem Trainer zu jedem Trainer wird der jetzt immer härter. Aber durchaus machbar. Gut, er fängt mit einem Kikli an. Eines der Pokémon, die wir uns damals in dem Kampf-Dojo aussuchen konnten. Wir haben uns ja für den Nocturne entschieden. Psychokinese. Oh, er setzt einen Mega-Kicker.
Megakick ist ja eine Normalattacke, deswegen tut die ihm besonders weh. Psychokinese tut sie ihm natürlich auch weh, aber Megakick wird Turmkick. Er setzt einen Turmkick ein. Okay, das ist eine Kampfattacke. Wenn ich Glück habe, kann ich es ihm packen, aber nein! Gegen den Volltreffer! Keine Chance! Uiuiuiuiuiui. Okay, dann habe ich jetzt mit Golbat noch einen Pokémon in der Hinterhand, Gott sei Dank. Schade, dass sich das nicht weiterentwickelt. X-Bad wäre, glaube ich, deutlich die einfache Variante. Aber wir probieren es mit der neuen Attacke, nämlich Luft. Schnitt. Zack, 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 zack. Kikli ist Geschichte. Und danach hat er wahrscheinlich noch einen Macho Mai oder einen Lockjahn. Irgendwie sowas in die Richtung. Oder wahrscheinlich sogar einen Rasaf noch. Wir werden es irgendwie so in die Richtung sehen. Was hat er denn als nächstes? Ein Quappo. Mit Quappo habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Das heißt, Pikachu ist vielleicht auch gar keine so schlechte Wahl. So, Golbat einmal zurück. Danke, du hast das gut gemacht gegen das Kikli. Und Pikachu darf sich jetzt um Lockdown kümmern. So, dann einmal die Donnerwelle, damit das Pokémon nicht ganz so schnell ist. Einmal kurz paralysieren. Ja, aber ja. Quappo ist paralysiert und ist jetzt Kaskade ein. Ich denke es nicht, oder? Pikachu kann es durchaus wegstecken. Mal gucken, ob das Lockdown das... Ob Quappo gegen Donner was ausrichten kann. Nicht allzu viel. Es ist mit einem Schlag K.O. Bye bye, genau, Quappo. So, 1080 Erfahrungspunkte, sehr schön. Level 50 für Akani, damit ist es quasi das Vorletzte, was auf Level 50 springt. Ich muss also doch nochmal einen Hypertrank einsetzen. Wahrscheinlich sogar noch ein, weil den Toppeleber möchte ich ungern an. Möchte ich jetzt ungern verwenden. Den brauchen wir wahrscheinlich dann irgendwann wirklich bei den Top 4, wenn wir unser Team nochmal heilen wollen. So, dann haben wir das so. Das Team muss ich nochmal wieder umstellen, weil. Bewegen. Einmal du. Dann gehst du mal nach vorne, mein gutes Novi. So, dann haben wir. Hier ist noch eine Wall. Da ist noch ein Georock. Und vor allen Dingen ist hier oben noch ein Item. Oh, die TM45 Solarstrahl. Die hätte ich tatsächlich nicht hier erwartet. Die hätte ich tatsächlich sogar schon auf der Zinnoberinsel erwartet. Da, wo sie eigentlich normalerweise ist. Apropos Zinnoberinsel. Ja, mir ist jetzt aufgefallen. Wir haben unser Fossil noch. Ich werde demnächst noch eins holen. Sobald ich an den Top 4 bin, bei der richtigen Top 4 bin, das wird vielleicht in der nächsten Folge wahrscheinlich sein, dass wir noch ein weiteres Fossil holen und das quasi mal kurz wiederbeleben. Beide wiederbeleben, dann kriegen wir nämlich zwei neue Pokédex-Einträge. Nämlich die für Kabuto und für Aerodactyl. Aber das machen wir dann alles in Ruhe. Nee, Quatsch, für Ammonitas natürlich. Helix-Fossil ist Ammonitas, Dom-Fossil war Kabuto. So, was wollte ich jetzt eigentlich genau machen? Ja, genau. Die TM-Box aufrufen und zwar für die TM Nummer. Wir brauchen mal so die Variante. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz auf. Wo haben wir denn die TM Solarstrahl? Ist hier die TM 45? Ich weiß nicht, was im Original ist. Ich glaube TM 14 oder war das, glaube ich, 21. So, dann gehen wir auf, nehmen wir Rasierblatt raus und dafür packen wir jetzt mit Solarstrahl eine neue Pflanzenattacke rein. Und ich brauche noch eine zusätzliche Giftattacke und die ist nicht ohne, definitiv nicht. Die gibt nämlich richtig die. Dafür nehme ich Megasauger raus. Weil eine zusätzliche Giftattacke wäre, glaube ich, gar nicht mal so ohne. So, Surfer hat das erlernt. Ich baue jetzt gerade mal mein Team ein bisschen um. Traumfresser. Nur, das weiß ich nicht, ob es hat. Schere. Steinhagel. Steinhagel mal kurz für den Quappo gucken, weil Quappo kann man. Mit Steinhagel ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, die Variante zu nutzen. Eisiebdurchbruch, Kaskade, Surfer. Da nehme ich Eisieb raus. So. Wir bauen ja eh nochmal unser Team zweimal um. Das ist definitiv klar. Ich werde noch Arctos ins Team ziehen. Irgendwann. Und Mewtwo. Das ist klar für die. Für Golbat und für. Sean. Also beziehungsweise Hypno. Das ist.
Oh, gehen wir nicht auf Nüsse. So. Überall nur Pokémon. Ich brauche Schutz, 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 Schutz. Habe ich noch irgendwas mit Superschutz? Nein, ich habe natürlich keinen Topschutz mehr. Ich habe aber Superschutz. Das heißt, ich kann erstmal die ganzen Pokémon nicht vertreiben. Weil ich brauche, ja, wie eben auch sei, ein bisschen. So, hier ist noch ein Trainer. Den werden wir jetzt gleich holen, weil ich will erstmal diese TM mitnehmen. Das ist nämlich eine TM. Das ist, keine TM. Das ist natürlich ein Item. Ein Top-Genesung. So. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben ungefähr 10 Minuten jetzt gearbeitet. Ist okay. Und der fängt an mit einem Rasaf. Okay, Rasaf ist keine so schlechte Variante. Kriegen wir hin mit Novi, hoffentlich. Dann gehst du jetzt mal auf Matschbombe. Klatsch in your face, bitch. So, und Kehrtwende tut Novi nicht allzu weh. Also, das heißt nicht allzu weh. Es tut natürlich schon, wenn es eine Käferattacke ist. Aber es ist eine Neutralattacke. Hier kommt ein Tauros. Er kommt mit einem Tauros. Wir gehen mal auf Schlafpuder, damit wir dieses Tauros mal kurz ein bisschen bändigen können, bevor dieser Fuchtler sehr weh tut. Gute Nacht, Tauros. Ich möchte nämlich gerne mit der Mega-Entwicklung und Solarstrahl mal was versuchen. Ich will mal sehen, wie Solarstrahl hier in diesem Spiel aussieht. Das habe ich mich auch noch nicht gesch... Oh, ich wollte eigentlich was anderes auf eine andere Variante spielen. Ich wollte mich jetzt die Mega-Entwicklung einbauen. So, einmal kurz das Sonnenlicht. In einer dunklen Höhle Sonnenlicht absorbieren ist immer eine gute Idee. Ja, manchmal ist es ziemlich unlogisch, aber dieses Tauros schläft weiterhin. Und jetzt geht der Solarstrahl. Volle Kraft drauf. Und Tauros ist K.O. Knockout. So, wunderbar. Und jetzt sitzt er noch ein Rasaf ein. Und das können wir jetzt nochmal variieren. Die Variante können wir nochmal spielen. Und jetzt geht er gleich mit der Matschbombe nochmal ein hinterher. Ich brauche die Mega-Entwicklung gar nicht nutzen. Dieses Rasaf ist nämlich down. Mit der zweiten Matschbombe, die es direkt hinterher bekommt. Und ja, das war's mit dem Nummer. Der gute Harry, der hat sich ausgespielt. So. Gut, ich muss wieder heilen. Ich brauche dringend mal irgendwann ein Pokémon-Center, aber das dauert alles noch eine Weile. Übrigens kann man hier tatsächlich auch ein legendäres Pokémon fangen. Ob wir das wirklich schon schaffen in dieser Folge oder in den nächsten Folgen, das weiß ich natürlich noch nicht. Das kann ich euch noch nicht versprechen. Erstmal steht aber hier ein nächster Trainer an. Na, was sagst du? Ist Siegelstraße anstrengend? Ja, definitiv. Also sie ist nicht einfach. Das muss ich mal so anmerken. Aber das ist halt die Siegelstraße, liebe Leute. Es ist ein Jongleur, der mit einem Pantymos kommt. Das könnte durchaus nicht ganz uninteressant werden. Ich versuche, dass ich jetzt mit... Ich weiß nicht, ob es ein Zweittyp Fee hier schon drin hat. Dann wird es mich die Matschbombe ihm richtig wehtun. Ja. Hat es. Gift ist nämlich gegen Fee sehr effektiv. Deswegen war es die richtige Variante, die Matschbombe reinzusetzen. Und er kommt einem Simsalar. Simsalar ist nicht ohne. Definitiv nicht. Wer setzt sich gegen Simsalar ein? Irgendwie was mit voller Kraft. Ich werde wahrscheinlich auf Miguel gehen, weil Miguel ist, glaube ich, das einzige Pokémon, was ihn nicht, was gegen Simsala eventuell was ausrichten kann. Alles andere nicht. Visafor nicht. Golbat nicht. Quapo nicht. Pikachu vermutlich zu schwach. Also es ist nicht ohne. So, wir gehen auf die Hitzewelle. Aber erstmal greift Simsala mit Psychokinese an und zieht es mal gut die Hälfte der KP weg. Und die Hitzewelle killt es leider nicht. Ja, das ist natürlich klar. Spukball hinterher. Ja, Simsalabel hätte ich gerne gebraucht. Aber ich kann hier nicht tauschen. Das ist das Problem an der Sache. Aber... Oh, ich hätte mir das von Pokémon Go rüberziehen können. Ich habe ja mein Pokémon... Ich habe ja ein Simsalabel Pokémon Go. Das könnte man auch theoretisch machen. Ja, aber gut. So, dieser Typ ist sie besiegt. Und wir haben eine neue TM, nämlich die TM49 Kraftkoller. Durchaus gar nicht mal so interessant für unser Quapo. So, einmal kurz Heilung. Ja, ich weiß, es fehlen 2 KP, aber das ist mir gerade jetzt egal. Na gut, es war ja KP gerade, aber da will ich jetzt noch nicht nochmal einen Hypertrank für verballern. So, dann gehen wir hier hoch.
Da ist noch ein Trainer. Also wir sind auf dem richtigen Wege. So, haben wir hier noch irgendwo was, was jetzt gerade unterdrückt, was uns interessant ist. Ja, ich weiß, hier ist irgendwie das Finale, die Finalung. Aber das ist jetzt gerade halt sich uninteressant. Das heißt, wir nehmen uns den Trainer da oben. Wir sind auf dem richtigen Weg. So viel ist es, glaube ich, tatsächlich gar nicht mehr. Es ist die Stimmung eines Trainers, jetzt auf der Suche nach starken Trainern zu sein, Gegnern zu sein. So, dann haben wir noch die gute Anna mit einem Dragonier. Und dieser Flor. Gehen wir auf die Matschbombe. Oh, es ist vergiftet. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und dieses Dragonier setzt erstmal Drachenpuls ein. Ich muss, wie gesagt, mal überlegen, wie ich mein Team aufbaue für die neue. Für. Pokémon Let's Go Evoli, was war quasi da fast danach Let's Play. Ich werde noch ein Let's Play dazwischen ballern. Mal was anderes. Aber das zeige ich euch dann, wenn wir hier mit Pokémon durch sind. Das werde ich euch nicht verraten, weil ich will nicht beide Pokémon-Teile direkt hintereinander bei Dungeon Story, sondern wir werden eins dazwischen packen. Oh, Knuddelhüpf ist gut. Quasi zwei Dungeon Stories. Wollen wir nicht direkt hintereinander. Das wird dann auch auf jeden Fall ein bisschen langweilig. Dann werden wir nur ein Let's Play dazwischen packen, aber ich werde euch noch nicht verraten, was. Das werde ich euch mit der letzten Folge verraten, dann definitiv. Oder? Ihr werdet es einfach sehen. Zur Überraschung. Mal gucken. Wir werden uns dann sehen. Aber viel ist es ja nicht mehr. So, noch Charm ist das nächste. Ich vertraue dem Hypno noch nicht so, ne? Das Problem ist, rasend viele Psycho-Pokémon gibt es nicht. Entweder kann ich einen Punchimus noch hochziehen. Das wäre eine Alternative. Luftschnitt. Na, das tut natürlich nicht wirklich viel weh. Oh, es hat zurückgeschreckt. Das ist sehr gut. Das heißt, mal gucken, was ich jetzt mit Flügelschlag dem Pokémon anhaben kann. Ja, noch mehr. Gut, durch das Zurückschrecken ist es quasi dann, Gott sei Dank, nur halb so schlimm, dass er den ersten Move überlebt hat. Gut, Anna hat ausgekämpft. Und wir nehmen heute Leute. Da oben steht noch eine Polizistin. Das ist doch Officer Rocky, ne? Was habe ich jetzt da gefunden? Scheiße, ich habe nicht gesehen, was ich gefunden habe. Hm, blöd. Ja, also müssen wir doch nochmal runter. Weil wir müssen. Ich glaube, wir müssen hier oben das Ding auslösen. Ich muss jetzt gerade gucken, wo wir den Stein holen. Da ist noch ein Trainer. Das war mir fast klar. Aber wir haben noch genug Trainer. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, wir haben, gut, wir haben 16, 17 Minuten. Das ist doch in Ordnung in der Zeit, ja. Der gute Nils. Und der hat einen Sichlor. Und selbst Novi kann das mit dem mit der Matschbombe jetzt machen. Ich werde tatsächlich jetzt demnächst meine AP plus auf Matschbombe ballern. Sichlor setzt Kreuzschere rein. Aber es ist neutral, das ist das Gute. Durch den zweiten Gift. Oh, die Matschbombe tut ihm nicht viel? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte ihm gedacht, jetzt, okay, die tut ihm jetzt so richtig weh. Aber die zweite wird ihn killen. Das ist mir schon klar. Ja, Sichlor ist nicht ohne. Obwohl, ich könnte ja mal tauschen. Ich habe ja einen Sichlor, ne? Ich gucke jetzt gleich mal, was das nächste, was das Sichlor. Oh, Knocker. Ich weiß nicht, was das Sichlor kann, weil ich brauche ja eigentlich kein weiteres Flug-Pokémon. Es gibt ja quasi die TM Fliegen nicht. So kann ich halt heute sich ein bisschen durcharbeiten. So, wir gehen einmal kurz auf auf Blättertanz. Und killen mal kurz eben dieses Knocker am Vorbeigehen. So, Level 55. Level 56 für Pikachu. Ich guck ganz gerade mal. Ich sage ja immer mal wieder, deckt sich das Team durch. Ich guck mal, was das Sichlor kann. Warte mal, ich muss mal kurz meine Pokébox kicken. Ich meine, ich habe einen Sichlor gefangen. Das weiß ich. Oh, Sichlor, Sichlor, Sichlor. Das ist doch. Das ist Level 34, okay.
Bericht. Ich guck mal, wie es, was es kann. Flügelschlag, Glitzer. Aber bevor ich ehrlich bin, komm, ich pack das sicher noch mal rein ins Team. Dem Team hinzufügen. Für einmal Golbert. Tack. Wie gesagt, ich werde eh noch umbauen, irgendwann zwischendurch noch mal. So, TM-Box, da werde ich jetzt mich die TM-Kreuzschere dem reinpacken noch. Kreuzschere ist gar nicht mal so ohne. Scheiß auf die Spitznamen jetzt. Oder? Ja, ich bin. So. Psychinese, Solarstrahl, Spukball. Schlagbohrer, ja. Schlagbohrer kann gar kein Pokémon kennen. Echte Hand. Kann auch nicht jeder. Agilität mal raus. Kreuzschere hatten es ja. So. Medizintasche, ich brauche einen Hypertrank auf jeden Fall. Und ich brauche den AP Plus, brauch das AP Plus, glaube ich, noch. Ich habe immer noch AP Plus ohne Ende. Ich habe ein paar gefunden. Bombenglas, Klamottenkoffer, Kampftasche. Kampftasche, oder war das? Nee. Stärkungstasche. Doch, da AP Plus. So, 16. Ah, das kann doch wieder gut zeigen. Okay, dann gehen wir mal auf Pikachu. Das kann nämlich damit Donner ein bisschen antun. So. Einen weiteren Top-Beleber. Auch der ist nicht ohne. Da unten ist definitiv nochmal ein Ass-Trainer, das war mir schon klar. Moment, das muss ich gerade überlegen. Ja, ja, genau, ich mach das so. Ich weiß gar nicht, was die jetzt von mir will. Warte mal. Oh, du willst einfach den Herausforderungen der Pokémon-Liga stellen? Zum Glück bin ich hier, um dich anzufeuern. Das könnte einen motivieren als die Unterstützung einer schönen Polizistin. Ey, cool, danke! Ey, das ist cool, dass ich jetzt habe ich eine komplette Heilung von meinem Team bekommen. Das ist schön. Wunderbar. So. Ich glaube aber, wenn wir jetzt ja die Treppe runtergehen, müssten wir tatsächlich gleich was sehen. Ich habe da so eine kleine Vermutung. Aber erstmal werden wir natürlich hier das Ding in da setzen. Weil dann geht nämlich der eine runter. Und zwar diese Wand hier. Und wir können dann quasi weitermachen. Aber ich will jetzt mal diese Wand. So, dann werden wir jetzt hier runtergehen. Dann machen wir den zweiten Teil später. In der nächsten Folge. Ich glaube. So, ich kurz mal speichern. Ich habe nämlich eine kleine Vermutung gerade. Für Leute, die Pokémon kennen, haben die auch. Ja, sehen Sie? Da oben schon. Und das machen wir. Ab hier top. So, ich muss also umbauen, mein Team. Ich mache das mit Pikachu. Versuche es zumindest. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Und wir gehen heute an das legendäre Pokémon Lavados. Deswegen habe ich gespeichert. Das funktioniert das gleiche wie bei Relaxo. Man muss dieses Pokémon also erst besiegen, bevor man jetzt angreifen kann. Er hat 5 Minuten Zeit. Ich baller dir jetzt kurz den Donner schon rein. Oh, das passt. Das war wunderbar. Ich glaube, wenn ich Glück habe, kriege ich sogar komplett in einem Rutsch down. Ja! Und das ist das Perfekte.
glaube nicht, ob es jetzt die 5 Minuten noch runterlaufen, wenn ich dann, wenn jetzt noch die 5 Minuten weiter runterlaufen, oder? Ja, nein, wir haben keine, wir haben Zeit. Okay. Auswählen, wir nehmen den Hyperball. Und wir nehmen eine Chemie. Ein bisschen leichter fangen. Viel leichter fangen, ja. Nehmen wir das mit. Eieiei. Der war ja komplett verzogen. Komm, jetzt werden wir aber auch drin, Lavados. Vermutlich aber nicht. Du Sackjunge! Es war mir schon fast klar, dass du rauskommst. Ja, es mag uns nicht. Jetzt hast. Aber du ärgerst mich jetzt gerade ein bisschen, da war das. Okay, es war nicht so hoch. Ich verballere aber gerade richtig über eine Pokéwelle hier. Jetzt komm mal rein, bitte. Ich weiß, der Bereich ist noch rot. Das hat jetzt geklappt, aber ich muss immer weitere Items werfen. So. Hoah, ich hatte gehofft, ich hatte gerade gehofft, dass dieses Pokémon gerade reingeht einfach. Gut. Natürlich lässt es sich nicht fangen, ja. Natürlich nicht. Komm. Das hat keinen Bock gerade, ne? Ich habe kaum noch Pokébälle. Ich muss gucken, dass ich jetzt Hyperbälle. Oh, der ist Gott sei Dank weiter getroffen. Mann, bleib doch drin, ey. Ich hatte 33 oder so. Und hab's nicht hinbekommen. Krieg's nicht. Komm jetzt her. Ich war rein, ey. So, hat er getroffen. Okay, es mag heute nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass es das will. Jetzt wäre er auch drin. Oh ja, klar. Direkt beim ersten. Ich baller dir eine Beere rein und du haust da. Und du kommst dann. Ich muss wieder rauskommen. Jetzt ist das vierte Mal oder so, dass der mir dann direkt wieder rausspringt. Also beim letzten. Alter, geh mir nicht auf die Nüsse, Alter. Ich hab 25 Bälle gerade verbraten an dir. Ja, genau. Und ich hab noch 7 Bälle und es wird... Komm jetzt rein, ey. Komm. Nee, du magst es nicht, ne? Du willst nicht unbedingt in diesen Ball. Jetzt regt es mich gerade auf. Jetzt fuckt es mich gerade, aber ich habe kaum noch Bälle. Und kann ich dieses Pokémon, darf dieses Pokémon nicht fangen, weil es immer wieder raushüpft. Komm jetzt endlich.
doch einfach rum, Labradors, Alter. Ich habe noch 3 Bälle. Komm jetzt rein, endlich. Gib mir nicht auf die Nüsse. Alter, warum immer beim letzten? Ich habe noch 2 Bälle. Hier, nimm die Beere. Komm jetzt rein. Nein. Es gibt eine Beere und es ärgert mich gerade. Es ärgert mich gerade richtig. Jetzt komm. Letzter Ball. Ja, das war mir klar. Es frisst alle Hyperbälle. Es frisst einfach alle Hyperbälle weg. Jetzt komme ich mit Pokéball, ne? Was ist das hier, ey? Ich habe meine Streuung gerade, es geht nicht mehr. Komm jetzt rein hier. Nee, er will nicht, ne? Die Pokébälle wollen nicht. Ne. Alter, ich ba. Oh Mann. Ja, ich ziehe nach rechts, aber er sagt mir, nö, komm doch nicht. Jetzt ist es hoffentlich drin. Komm, aber ich springe dir wieder raus. Hier ist es immer noch beim letzten. Ab. Mann. Ja, ich weiß, du bist jetzt sauer langsam. Ja, Labrador, ist jetzt mal auch irgendwann gut. Du darfst jetzt auch irgendwann mal in den Pokéball. Du hast mir jetzt alle meine Hyperbälle weggefressen und das kann es nicht sein, ey. Oh, Leute, ey, geh mir nicht auf in Nüsse. Komm, jetzt rein. Boah, mein Gott, ich hatte über 300. Jetzt hast du mir schon wieder 60 Bälle gefressen. Geh mir nicht auf den Sack, mittlerweile, ey. Nein, natürlich bleibt es wieder. Es ist wieder der Letzte. Es ist wieder der scheiß Letzte. Es bleibt nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich alle meine Pokébälle gleich verbraten habe. Und ich habe keine einzigen mehr. Und der steht immer noch. Ich habe dich auch immer nicht gefangen. Du hast mich immer noch nicht gefangen. Großartig, komm, jetzt wenigstens mal. Natürlich nicht! Natürlich bleibt es... Mann, du hast jetzt alle meine Superbälle weg! Ey, du hast alle meine Hyperbälle weg, du hast alle meine Superbälle weg, jetzt geh mir nicht auf Nüsse, Mann!
So, Koop-Trainer kommt auf Hilfe. Aber Labrador denkt sich, nö, ich hab keinen Bock. Ach, gar, Ach, Labrador. Ich hab eigentlich das Pokémon. Oh, geh mir doch nicht alle auf die Nüsse. Ich kotze gleich. Ich kotze gleich, Labrador. Mein Gott, geh mir nicht auf den Sack, Mann. Langsam gehst du mir echt. Ich habe jetzt nur noch 234. Ich mache echt gleich Flucht. Ich scheiß gleich auf das Pokémon. Ja, es ist ein legendäres, ich weiß, aber es nervt mich gerade ziemlich extrem, dass der mir einen Ball nach dem anderen und dann immer noch chillt. Ich muss doch warten. Tut mir leid, Leute. Ey, es ist gerade sehr, sehr anstrengend. Es mag uns scheinbar nicht mehr. Die Welle fliegen, gebe ich ja vorbei, genau, damit es einfach nicht. Ja, oh Mann. Ach, halt der Schiff. Bleibt eh nicht drin. Ich verballere gleich euch den Meisterball an dem. Ja, es bleibt dabei. Es hat einfach keine Lust auf uns. Bleibt dabei. Es mag und einfach nicht mehr. Dieses Labrador hat echt. Ich sitze 10 Minuten an diesem Pokémon. Ich werfe hunderte Bälle und es interessiert dieses Pokémon nicht. Mein Gott, endlich! Yes! Boah, Alter, was eine Aufregung. Wegen einem Labrador. Aber ich hab's. Ich hab's dann mit dem Pokéball Gott sei Dank gefangen. Ja, Gott sei Dank. Ich hab's endlich. Gut, dann machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und dann erkunden wir die Siegestraße weiter. Bis dahin und tschüss.